Moin Freunde und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe und damit unser erstes Ligaspiel gegen den VfL Bochum bei FIFA 19. Wir werden jetzt mal was wie folgt tun. Wir werden jetzt diesen Kader anpassen und zwar Drexler kommt rein wieder in die Startformation. Wir werden hier einiges umsortieren. Jadon Sancho einmal nach da, der nach da, du nach da. Schmitz ist 23. Sörensen. André Gomez kommt mal hier hin. 22, 25. Jadon Sancho wird in diese Position begleiten. Und Johannes Geis wird sich erstmal hierhin sortieren. Cosiello werden wir rein tun für Özcan. Hat zwar gut gespielt, aber den können wir immer noch jederzeit reinholen. Beziehungsweise mal routinieren, sortieren und umsetzen, jede Partie mal anders testen. Wenn ein Spieler nicht passt er nicht, dann wird er aussortiert. Aber wir geben jedem hier einmal die Chance, dass er zeigen kann, was er kann. Also alle, die jetzt gerade nicht im Kader stehen, werden trotzdem nochmal, wenn ich es für ratsam halte, zum Zuge kommen. Ich kann es schon mal sehen, Weltklasse 6 Minuten und es ist ein Auswärtsspiel gegen Bochum. Cosiello ist zwar immer noch angeschlagen, was nämlich bedeutet, wir werden nämlich nicht mit ihm starten. Und Özcan wird den Platz kriegen. Ich habe mir gerade jetzt mal so durch den Kopf gehen lassen. Wir rotieren es trotzdem wieder raus. Aber damit haben wir schon mal den entscheidenden Wechsel im Kader getan. Das heißt, ich muss ihn nicht wieder, wenn ich ihn permanent ins Mittelfeld haben will, als festen Spieler nochmal reintun. Das haben wir dann damit schon getan. Aber wir können ihn jetzt immer raussortieren. Und Özcan hat ja, wie gesagt, eine gute Partie gemacht, beziehungsweise ein gutes Vorbereitungsturnier gespielt. Und das ist endlich wieder das, was wir sehen wollen. Ein Regenspiel im Bundesliga, zweiten Bundesliga-Auftakt. Wolf Fuß und Frank Buschmann kommentieren nicht. Ich hoffe mal, dass ich das noch so hinkriege. Entschuldigung, auf jeden Fall. Wenn ich mal ab und zu ruhig werde. Aber ich würde das gerne versuchen, wieder so labernd zuzutexten, das Video. So wie ich es letztes Mal gemacht habe. Indem ich selber versuche, hier ein bisschen zu kommentieren. Ich hoffe, es passt, so wie es sein soll. Ich glaube aber ja nicht. Aber das werden wir alles noch sehen. Also, Auftakt, zweite Bundesliga, VfL Bochum gegen den 1. FC Köln. Bochum von links nach rechts. Und ich muss mich auch noch an diese ganzen neuen Kameras eingewöhnen. Ich spiele momentan ja nur Ultimate Team. Und FIFA 19 ist schon mal was ganz anderes als FIFA 18. Zumal dadurch, dass die KI jetzt mehr aktiv die Räume zumacht, muss man sehr oft, da jetzt zum Beispiel der Speed nicht mehr im Vordergrund steht, Angriffe oft abbrechen und versuchen andersherum eine Lücke aufzureißen im Zentrum. Und ich hoffe, dass mir das gelingen wird. Wir spielen eine defensive Variante von 4-2-3-1, also mit 4-2-3-1. Ich hoffe, dass wir ein kontrolliertes Mittelfeld haben erstmal. Was wir dann ja immer noch auslagern können mit den ganzen Offensivleuten, die wir auf der Bank sitzen haben. Da ist ja jede Formation machbar mit. Sie sind jetzt schon auf Wiedersehen, interessanterweise. Risse über die Außen. Sind wir mal eine Flanke, da hätte Tirotte stehen können. Die Sache ist noch nicht geklärt. Ein anderes Feature, was ja neu ist jetzt mit FIFA 19, ist ja diese neue Schussart, indem man ja zweimal Kreis drücken kann, um einen getimten Schuss abzugeben. Timed Finishing, irgendwie so. Und das habe ich auch noch null raus. Bei mir passiert das momentan immer noch alles zufällig, wenn ich mal ein Ding aus 90 Meter Entfernung drauf nagel.
Weil die Torhüter halten die Dinge aus der großen Distanz eigentlich sehr solide. Auch aus nächster Nähe. Angeschnittene Schüsse sind dafür momentan immer noch ein Tod für die meisten Torhüter. Aber das werden wir alles hier noch sehen, ob das hier auch so der Fall sein wird. Höger oben. Es schaut durch. In die Mitte, Abschluss und der Innenverteidiger steht leider uns im Weg. Die Chancen sind da und der Pass war jetzt mal voll für die Wurst. Hoppala. Ah, das war eine schöne Passstaffette. Unten will Clemens den Ball haben, der ja eigentlich rechtes Mittelfeld bekleidet. Höger, Clemens, Drexler. Oh, und der ist ein bisschen verunglückt. Da war aber der Verteidiger noch im Weg. Schaub. Kommt nicht dran vorbei. Aber die Idee war gut. Jetzt können wir ihn versuchen zu bedrängen. Aber da lässt sich die KI auch nicht so drauf ein. Und bis jetzt macht das Bochum ja auch extrem gut. Die Fans sind auf jeden Fall heiß auf diesen Auftakt, den wir eigentlich nicht versemmeln dürfen. Als frischer Absteiger, als eine Bundesliga etablierte Mannschaft, sollte man diese zweite Liga als Neuaufbau sehen. Oh, da kommt aber Terodde nicht ganz ran. Die war gut, aber das Endresultat war nicht das, was man sehen will. Schaub könnte eine gute Saison spielen. Die Vorbereitung von ihm war ja ganz gut. Hat sich auf jeden Fall durch das Vorbereitungsturnier definitiv bei mir erstmal den Stammplatz gesichert. Und da liegt Terodde verletzt am Boden. Das gefällt mir nicht. Er bleibt auf jeden Fall nicht liegen. Okay. Hat sich aber die Schulter gegriffen. Özcan mal aus der Distanz. Özcan! 1:0. Das ist eine richtig gute Einwechslung gewesen, den jungen Mann in die Startformation zu setzen, ihn für seinen Einsatz zu belohnen. Torvorlage kommt von Terodde und da war eigentlich nicht viel zu halten für den Torhüter. Nasser Boden und schön rein in den Kasten. Damit 1:0. Erstes Saisontor in der zweiten Liga für den 1. FC Köln. In der 31. Spielminute. Hoppala, Höger. Ah, oh, das war jetzt leichtsinnig von mir. Risse. Das wird jetzt wieder leichtsinnig. Das wird jetzt extrem leichtsinnig. Jetzt muss der Kopfball gewonnen werden. Ja, Mere macht das gut. Schaub. Schöner Übersteiger. Auch wenn das eigentlich nur eher was fürs Publikum gewesen wäre. Auf Terodde. Aus der Drehung. Abgewehrt. Und geklärt. Okay. Jetzt haben wir erstmal den Vorteil auf unserer Seite. Drexler verliert den Ball. Jetzt kommt aber schnelle Passstaffette von Bochum. Das wird's gefährlich. Nicht, dass wir jetzt in diesen dermaßen gut ausgespielten Konter laufen. Kruus. War der nicht mal bei Leverkusen? War das Robbie Kruus? Oder wie er heißt? Von der Australier? Rufen sie da gerade ganz an FC Schalke? Boah, schön auf Hector. 2:0. Jonas Hector schön mit nach vorne gelaufen. Der Kapitän. So wichtig für das Team.
der gesagt hat, er geht mit runter in die zweite Liga. Der die Herausforderung mit annimmt, Wiederaufstieg. Und kam die Torvorlage wieder von Terodde? Kann das sein? Jonas Hectors erstes Saisontor. Ne, ich glaube, die 24 hat die Torvorlage gespielt. Und das wäre dann Drexler gewesen. Boah, schön abgewehrt, Özcan. Könnte ein gutes Spiel machen. Özcan. Oben ist Höger. Und Schaub macht sich frei, aber der Pass kommt zu spät. Er kommt einfach zu spät. Wenn jetzt die Abseitsfalle geklappt hat, freue ich mich. Sie hat nicht geklappt. Als wenn das geplant gewesen wäre. Sydney Sam. Geklärt erstmal. Und damit haben wir den Halbzeitstand von 2 zu 0. Rein theoretisch haben wir keine Auswechslung nötig. Ich könnte Terodde jetzt runternehmen, um vorsichtshalber zu sagen, okay. Aber die Mannschaft macht es gut momentan. Deswegen sehe ich keinen Grund, hier auch nur einen Wechsel zu vollziehen. Der nächste Mann liegt am Boden. Ich glaube, das war jetzt Özcan, den sie jetzt umgetreten haben. Terodde auf Clemens. Ah, da war gerade der rote Pfeil zu sehen. Das heißt, ich habe das Timing nicht getroffen. Wenn das so richtig ist, ich habe das Timing bei den ganzen Dingern sowieso nicht raus und nicht kapiert, noch nicht so ganz. Das ist ein bisschen so eine Sache für sich. Jeder Spieler soll ja, glaube ich, ein anderes Timing haben. Ein Timing-Punkt, den man treffen muss, wenn man zum Beispiel einen Schuss präzise haben will und mit voller Wucht etc. Jonas Hector ist momentan Spieler im Fokus. Oh, das ging aber voll in die Magengrube. Unten wäre Schaub. Spielen wir doch mal hoch auf Clemens. Schaub. Und jetzt müsste Clemens durch und dann haben wir den Mann wieder vom Tor. Clemens! Gute Idee. Guter Torhüter, stand richtig zum Ball. Weiterhin 2 zu 0 und die 55. Spielminute ist momentan auch schon angebrochen. Auf Özcan. Ach, das war jetzt ein bisschen doof gespielt. Ich hätte nur noch zurücklaufen können, rein theoretisch. Aber das muss ich mir nochmal im Video nachher angucken, ob ich da hätte anders reagieren können. Schwer abgefälscht, damit schwer zu übersehen. Schwer zu übersehen, ne? Schuss wollte ich gerade sagen. Schwer einzukalkulieren, wo dieser Ball dann genau hingeht, weil Tui da schon auf die andere Ecke spekuliert. Özcan auf Hector. Flanke kommt. Terodde kommt aber nicht dran. Momentan. Boah, schön aufgepasst von Terodde, aber es war auch nicht kontrolliert entgegengenommen. Özcan. Okay, man spielt nicht quer, wenn ein Gegenspieler in der Nähe ist. Vor allem nicht, wenn man damit dann den Gegner zu einem Konter einlädt. So, erster Wechsel, Johannes Geis wird jetzt auf den Platz kommen für Özcan, der eine starke Partie gespielt hat, der es sich belohnt hat mit dem Einsatz. Dadurch bringen wir einen defensiveren Mann ins Spiel, der zeigen muss, dass er das Geld wert ist, was wir investiert haben. Wie gesagt, ein Spieler, wo man sich jetzt bestimmt fragt, warum habe ich ihn überhaupt verpflichtet? Weil wenn ich richtig bin, bringt er ja sowieso schon seit Jahren nicht die Leistung, die man von ihm erwartet. Aber man weiß ja nie. Er ist noch jung. Schönes Ding auf Clemens. Da unten kommt Terodde durch. Wir legen nochmal vor. Torschuss und das ist glücklich.
Das war aber ein schöner Pass nach vorne. Abseits. Kannst du ruhig noch pfeifen. Kannst du ruhig machen. Finde ich nicht schlimm, wenn du das machst. Und die Fans sind schon mal wieder in Gesangslaune. Ich hoffe, das waren unsere. Müsste Ecke geben. Und Drexler geht runter. Hauptmann kommt jetzt zu seinem Zug. Und Pantovic für Sydney Sam. So. Bis jetzt noch keiner, bis auf Johannes Geis, von den neuen Verpflichtungen auf dem Platz. Oder bin ich jetzt blöd? Nee. Alle anderen sitzen noch auf der Bank. Mal gucken, wem mir der Computer zu los. In der, boah, das wäre jetzt interessant gewesen. Mit der Hacke vorliegen in den Sturm. Schönes Ding. Aber dafür traut er eigentlich nicht den Speed, aber er hat den Körper dafür. Vorlage. Guter Versuch. Guter Versuch. War eben bescheidener Winkel. Es könnte auch schon 3-0 stehen, wenn die Präzision da wäre. Achtzigste Minute. Tirode. Johannes Geis mal aus dem Sprint. Okay. Letzter Wechsel. Jadon Sancho bekommt seinen Einsatz. Ein Spieler, von dem ich viel erwarte. Clemens hat eine gute Partie gemacht auf dem auf der linken Seite, obwohl er ja eigentlich rechtes Mittelfeld ist. Eigentlich habe ich ja Sancho geholt, um ihn genau da ja einzusetzen und Clemens auf die Bank zu setzen, aber ja, Clemens hat ja auch ein gutes Vorbereitungsturnier gespielt, hat auch eine gute Partie gegen Bochum jetzt gemacht. Also warum sollte ich Sancho momentan den Vortritt geben? Mal gucken. Damit ist Tirode durch. Kein Torhüter in Sicht. Simon Tirode 3-0. Das ist ein Auftaktsieg nach Maß. Das ist das, was man eigentlich erwartet, wenn man abgestiegen ist, dass man gleich mit Ehrgeiz wieder zurückkommt und zeigt, was man kann. Das Stadion ist jetzt komplett auf unserer Seite. Achtundachtzigste Spielminute. Mal gucken, ob von Bochum noch irgendein Lebenszeichen kommt. Sieht momentan jetzt aber nicht so aus. Auf Schaub mal runterspielen. Hauptmann in die Mitte. Ah, was war das denn? Oh, schade. Oh, die Fans sind nicht mit der Leistung ihrer Mannschaft anscheinend zufrieden. Aber die lassen die Köpfe hängen, als wenn sie abgestiegen wären. Es ist das erste Spiel. Also, Freunde, Auftaktsieg, würde ich mal sagen. Das, damit kann man, denke ich, mal zufrieden sein. Und ich würde mal sagen, wir sehen uns dann. Mal gucken erstmal, wie es jetzt genau abgelaufen ist mit den anderen Partien. Wir können nochmal kurz ein Training machen. Hamburg hat auch gewonnen, habe ich eigentlich so erwartet. Ingolstadt habe ich, glaube ich, da gesehen auf Platz 2. Ja, Ingolstadt hat gewonnen, Sandhausen hat gewonnen, Heidenheim, Magdeburg etc. haben noch gar nicht gespielt. Es gab keinen Doppeltorschützen an dem ersten Spieltag.
Und damit würde ich mich verabschieden von euch aus dieser Folge. Ich bedanke mich, dass ihr eingeschaltet habt und wir sehen uns dann bei der nächsten Partie wieder. Macht's gut, ciao!